Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Hier ist euer Oliver 311. Ich begrüße euch zurück und ja, nach einer ganzen Weile der Abstinenz, und das war diesmal echt lange, bin ich wieder hier mit diesem Spiel und begrüße euch auch zurück. Ich habe mir ja ein bisschen freigenommen, habe ich ja schon mal erzählt, und ja, ich habe das ganz schön ausgeweitet, das Freinehmen. Ja, aber man muss ja auch mal freinehmen, ne? Muss ja mal sein, beim ganzen Let's Player-Stress und sowas mal wieder weglassen. Obwohl, Let's Playen ist ja eigentlich nicht so Stress, aber diese Pflicht des Let's Playens einfach mal nicht als Pflicht ansehen, sondern einfach mal freinehmen. Ja, wir sind wieder hier und sterben erstmal. Das lief doch ganz gut. Ich werde sowieso jetzt in den ersten 2-3 Parts vermutlich wieder eine ganze Weile sterben und gucken, wie die Steuerung ist und so, da ich das alles vergessen habe. Aber hey, shit passiert, damit muss man leben. Und, boah, das wird schon. Ich werde mich schon wieder einspielen. Übrigens, mal eben so ein bisschen, ne, mal wieder den Grafiknerd raushängen lassen. Die Grafik am Fahrstuhl sieht scheiße gut aus. Dieses Gold da, das reflektiert so schön und so, das sieht echt nice aus. So, ich muss, glaube ich, hier lang. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Da muss ich lang. Ach so. Ich habe das knirscht so komisch. Ich spiele momentan privat. Was war denn das? Irgendein Spiel mit Klettern. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, was ich privat gespielt habe. Was war denn das? Fuck. Ach ja, Bioshock. Jetzt, ich spiele gerade privat den zweiten DLC von Bioshock Infinite durch. Der kam gestern oder vorgestern? Gestern kam er raus. Also wenn ihr das seht, vermutlich schon ein bisschen länger her. Wisst ihr aber, wenn ich das hier aufnehme. Tell me, Edge. How did you recruit me to the Errorist cause? Tommy claims that you just showed up in his bar one day. A lost soul. Adrift in a sea of regret. He says that he knew immediately that you were going to be one of us. But who can trust his memory these days? You know, sometimes I think you're a better poet than a freedom fighter. Perhaps in another world I am. Okay, das war die Cutscene. Dann kann ich ja nochmal zurück zu meinem Bioshock kommen. Ne? Ich find's echt gut. Und das Ding hat jetzt viel mehr Stealth-Elemente drin, weil man spielt ja jetzt mit Elizabeth im zweiten DLC und nicht mehr mit Booker DeWitt. Und das ist recht interessant, mal dort die Stealth-Elemente, so wie sie die so eingebaut haben ins Spiel, was ja vorher im Grunde nur sinnloses Geballer war. Muss man sich jetzt tatsächlich anstrengen. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich eine ganz schöne Umgewöhnung. Aber mittlerweile macht's mir eigentlich sogar relativ Spaß. Also, gut, Elizabeth hält nicht so viel aus, da muss man aufpassen. Aber ansonsten passt das schon. Macht Spaß. Oh, ist schon schön. Vor allem die Geschichte, die wieder erzählt wird. Die erste halbe Stunde, die war so Bioshock-typisch, what the fuck, Gehirn-fuck-Brain-Gedöns. Und vor allem, ich an dieser Stelle mal, und das ist jetzt kein Spoiler, aber ich möchte euch vor einem Spoiler warnen, an dieser Stelle mal, denn im Menü gibt es so eine Was-bisher-geschah-Funktion, die startet auch, wenn ihr den DLC zum ersten Mal startet, also da fragt euch das Spiel vorher, ob ihr das starten möchtet, und das spoilert euch echt das Ende von Bioshock 1, nicht extrem, also ihr seid ja nicht so, dass ihr alle Einzelheiten des Endes kennt, aber ihr kennt das Ende. Und mich hat es beispielsweise irgendwie gewurmt. Also ich habe mir das angeguckt und kannte auf einmal das Ende von Bioshock 1. Nicht wirklich, aber doch so ein bisschen hat es mich gestört. Also wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt und Bioshock 1 noch irgendwie spielen wollt, dann passt auf, was das angeht. Mich stört es jetzt nicht so sehr, weil ich Bioshock 1 zwar nochmal spielen möchte, aber... Ah, fuck. So ist das Pattern von dem. Ach Mist. Da ich Bioshock 1 zwar nochmal spielen möchte, weil ich es bisher noch nicht gemacht habe, aber ein bisschen mich jetzt nicht stört, da ein bisschen gespoilert worden zu sein. Zumal man, glaube ich, sagen kann, das Spiel ist uralt, da ist es nicht so schlimm, dass man da mal gespoilert wird. Aber man möchte halt trotzdem nochmal darauf hinweisen, vielleicht gibt es ja unter euch welche, die das nochmal spielen wollen und nicht gespoilert werden möchten. Gut, die Drohne haben wir überlebt. Und jetzt kommen wir hier. So, da ist eine Drohne zu sehen. Und irgendwie ein Setpatch oder irgendwas. Und ein Fokus abgehört. Mal gucken. Hä, was steht denn hier? Okay. Verstehe ich nicht. Egal. So, da läuft die Drohne. Und die läuft... Wie soll ich denn die überwinden? Ah, warte mal. Wie lange bleibt das offen?
So. Clever. Jetzt habe ich gerade einen kurzen Tonbug gehabt. Ich hoffe, der ist nicht in der Aufnahme. Und ich wette, genau dahinter ist dann das, Mist, ich kann das von hier aus nicht hören. Komm schon, komm schon! Oh, hey. Ist der Setpatch versteckt. Ja. Oh, jetzt habe ich einen 5. Fokusbalken bekommen, okay. Der 5. eingesammelte Fokusbogus fügt Ihnen eine Fokusanzeige und einen weiteren Balken hinzu. Ja. Alles klar, soweit. Nein. Ficken. 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 Drohnen nach Zahl. Okay. Was war das jetzt? Wie geht der Warnton übrigens gerade von der Stadt so ein bisschen auf den Sack? Come on, Lilin. You can make it. Muss ich mal sagen, der nervt gerade so ein bisschen. So, irgendwie leckt es an der Stelle auch gerade. Ist auch merkwürdig. So, wie weit kamen die hier geflogen? Okay, ich kann mich locker bis hier hinstellen. Na komm. Die Taste. Okay, also. Jetzt muss ich gucken, wie kann ich das Pattern nutzen? Ach, die Tür einfach offen lassen, ist, glaube ich, die gute Möglichkeit. Dann zur Tür sprinten. Und dann warten, bis die Drohne weg ist. Und dann wieder hin und her sprinten. Und so, das müsste klappen. Sich eine Möglichkeit nicht festhängen. Und, nein! Ach, Mann, ja, Spiel ist okay. Ich habe dafür gerade... Ja! Was? Um Hölle? Hä, wie soll ich denn das schaffen? Ich muss doch da hinten noch irgendwie warten können, sonst ist das doch voll uncool. Und ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Steam-Inventar. Okay. More drones. Keine Ahnung, wofür ich den jetzt gekriegt habe, den neuen... aber das können wir nachher mal. Also gucke ich nachher mal, was das jetzt war. Soweit ich weiß, hat... Ach ja, richtig, Remember Me hat er jetzt auch Sammelkarten von Steam reingepatcht gekriegt. Und ich schätze mal, davon habe ich gerade die erste bekommen. Ja, es ist gut möglich. Ich habe das ja seit diesem Update nicht mehr gespielt, seit es Sammelkarten gibt. So, jetzt muss ich gucken, wie weit geht das Vieh nach hinten? Alter, da kann ich mich doch nicht verstecken, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Nee, ich glaube doch, ich glaube, ich kann da hinten stehen bleiben, wo der Fokus-Patch ist. Ich muss es jetzt einfach mal probieren. Ja, Spiel. Wir haben es mittlerweile zum 3. Mal gelesen. Bitte, bitte töte mich nicht. Bitte, bitte, bitte. Oh, jawoll. Supi. Okay, gut. Haben wir das auch geschafft. Geht's weiter. Was ist hier? Ein leerer Raum? Soweit, so gut. Ich bin auch gerade ganz dankbar, dass jetzt gerade nur so ein paar Geschicklichkeitspassagen kommen. Und ein riesen Monster-Lag. Okay. Okay, jetzt habe ich gerade gar nichts gesehen. Also das hätte jetzt auch gut ein Todessprung sein können, weil ich gerade überhaupt nichts gesehen habe. Was soll's. Hier steht was an der Wand. Kann ich leider nicht entziffern. Ich glaube, selbst wenn ich lesen könnte, es wäre auf Französisch. Von daher wäre ich sowieso gearscht. Also was soll's. Und ich muss jetzt mal ganz kurz mein Mikrofon. Entschuldigt mal eben, wenn es bei euch jetzt Mikrofongeräusche gibt. Aber das ist mir... Das hängt mir zu niedrig. Das Mikrofon hängt mir zu niedrig. Oh yeah. Ja, ich habe mein Windows neu aufgesetzt. Ich habe Windows 8 bekommen. Und das habe ich dann gleich genutzt, um alles andere auch nochmal zu ändern. Also ich habe heute... Ich habe auch mal mein Mikrofonarm umgebaut, gerade eben und so. Und ja, ich nutze jetzt auf meinem Desktop-Rechner Windows 8.1. Und muss sagen, ich war auf dem Laptop eigentlich schon immer ganz zufrieden. Also ganz zufrieden. Ich konnte mit Windows 8.1 auf dem Laptop leben. Ich kann es jetzt auf dem Desktop-Rechner ehrlich gesagt auch. Also... Ich sehe den Sinn für das Gebäsche von Windows 8.1 nicht. Es läuft eigentlich ganz gut. Also es startet sehr schnell und so. Ist schon ein schönes Betriebssystem. Wenn man schon mal die Chance hat, das abzugraden, weil der Desktop-Rechner eh voll langsam geworden ist, dann lohnt es sich ja jetzt auch mal, das zu machen. Außerdem habe ich gehört, die Game-Performance soll sich in manchen Spielen verbessern. So wie Remember Me hier momentan irgendwie rumleckt, scheint das nicht unbedingt hier zu gelten. Oder es ist einfach nur gerade ungünstig, weil vielleicht gerade die Aufnahme noch läuft und alles. Aber mal gucken. Cutscene. All this flood damage. They've lost everything. We did this. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline.
You're talking in riddles, Edge. You are my scalpel, Nilan. A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Naja, aber dann bist du wenigstens nicht schuld, ne? Denn wie bei Pistolen ist es nicht die Waffe, die Leute tötet, sondern es ist der Typ, der die Waffe in der Hand hält. Zumindest ist meine Meinung. Mit Sicherheit haben Pistolen die Wirkung, dass es einfacher ist zu töten. Aber letzten Endes, wer irgendjemanden töten will, der schafft das mit jeder Art von Waffe. Und wenn es ein stumpfer Gegenstand ist. Mein neuer, schöner, bequemer Stuhl ist zum Beispiel auch nichts anderes als eine Waffe. Ich gebe zu, mit einem Stuhl jemanden zu töten, vor allem mit so einem schweren Bürostuhl, ist schwierig, gebe ich zu, aber ist möglich. Und ja, ich rede immer noch über Women bei mir, natürlich. Ich bin nicht irgendwie auf reale Weltthemen oder sowas abhängig. Please stay indoors, Sides, genau. Ist ja nicht so, als hätten die Leute hier noch irgendwie die Möglichkeit, im Haus zu bleiben, wenn das gesamte Haus unter Wasser steht. Komm ich hier rein? Oh, okay, die haben es hier noch anscheinend ganz gut, relativ bequem. Oder der. Man kann zumindest nur Fernsehen gucken. Ja, in der Flut hat es der gut, der oben lebt. Und das war offensichtlich falsch. Das sah jetzt so aus, als hätte man da springen können. Aber nein, konnte man nicht. Aber da kann ich ein Solarpanel ausfahren. Apropos, mir fällt gerade mal auf, ich muss mal eben ins Combo Lab gucken. Denn, wie ich schon mal erwähnt habe, habe ewig nicht mehr gespielt. Also sollte ich vielleicht nachgucken, was so die Kombos waren. Und ich habe vergessen, wie lange die Aufnahme schon geht. Das ist natürlich auch ärgerlich, ne? Ich sag jetzt einfach frei aus dem Kopf raus, 5 Minuten noch und dann mache ich erstmal Aufnahmepause. Okay, also XX war das, dann YXY, dann XYY, XYY. Was war das für eine Kombo? Also die obere macht Health, die YXX, und die andere macht Kämpfen und Expression-Erholung. Okay. Habe ich wieder im Kopf. Die vierte. Nein! Ah! Facepalm. Jetzt springe ich da nochmal runter. Sehr gut. Ah, bewegen. Flop. Und so. Frage mich, wie das System funktionieren soll. Ah! Tüt. Wie weicht man nochmal aus? Ah, mit A. Wieso sind hier jetzt eigentlich Splicer? Splicer. Ich bin total in Bioshock drin, merkt ihr das? Splicer. Genau, Splicer. Wie hießen die denn? Hey, da vorne ist ein Typ mit einer Leuchtfackel. Komme ich zu dem hin? Würde mich ja fast mal interessieren. Nee, wie hießen denn die Typen hier nochmal in die bösen, verstrahlten Menschen? Gut, in Bioshock sind es keine verstrahlten Menschen. Aber sie sind böse. Oh ja. Die guten Splicer. Ja, ja. Ah, da klettern sie. Haben die noch ein Script-Event oder sowas? Hey, guck mal, da kann ich was einsammeln. Okay, diesmal war es aber mehr als offensichtlich, dass das Laden dran schuld war. Ha, wo könnte das sein? So eine helle Wand mit so einem Typen dran. Das könnte ich finden. Zwei Animationsphasen. Oh, der Vogel da oben, oder? Hat er mehr als einer? Na, egal. So, guck mal, da ist der Typ mit der Hand. Das sieht so aus. Also irgendwo rechts daneben. Gut. Gut zu wissen. Ist hier unten irgendwie was? Sieht nicht so aus. Da glaube ich, sollte ich auch nicht runter, weil das ist so Wasser. Und ich glaube, Nidin konnte nicht sonderlich gut schwimmen. So. Dann hier rechts irgendwie. Da schon mal nicht. Wie war denn das zu sehen? War der Typ rechts oder so? Uah, zu früh abgesprungen. Tja, ich hab ja gesagt, ne? Ihr werdet mich in dem Part häufiger mal sterben sehen. Ja, das sieht aus wie da oben irgendwie.
Was wär's da oben? Komm ich da irgendwie hoch? Kann ich hier irgendwo... Not listening, go away. No listening. Ja, es, Alter, jetzt komm. Mann, teilweise sind so Autocams und so, also die macht sich hier gerade so ein bisschen automatisiert, die Kamera, deswegen habe ich gerade übelst Probleme. Da ist auch noch so ein Typ. Also das scheint hier hinter zu sein, aber ich weiß nicht, wie ich dahinter komme. Gucken wir mal, vielleicht über das Klettern irgendwie. Nee, das geht doch, oder? Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir holen uns das Ding. Das holen wir uns. Das holen wir uns. So. Hier irgendwo ist es. Da liegt es. Ein Focus Boost wieder. Wieder 1 von 5. Subi. Dann fehlen da bloß noch 4. Und jetzt wieder hier rüber klettern und dann können wir weitermachen. Irgendwie schafft es das Spiel immer, mich dann nicht zu überfordern, wenn ich gerade eine Weile nicht gespielt habe. Das spricht entweder für oder gegen das Level-Design. Alter, leck. Es leckt gerade echt ein bisschen rum. Ich müsste rausfinden, woran das liegt. Habe ich noch irgendein Programm im Hintergrund, was frisst? Ist es die Aufnahme, die vielleicht gerade, oder sind es tatsächlich nur die Ladezeiten? Weil jetzt läuft es zum Beispiel wieder butterweich. Also, gefühlt mit 60 Frames, würde ich mal sagen. Ich habe Fraps aus. Ihr würdet Fraps sehen in der Aufnahme, deswegen mache ich das aus. Ich nehme ja mit meiner Ava Media auch einen PC auf. Das läuft einfach wesentlich smoother. Vielleicht gerade jetzt nicht, obwohl es eigentlich eine andere Festplatte ist. Okay, das sind doch Splicer hier, ne? Oh nein, Unsichtbare. Ah, go away. Please go away. So, leichte Konzentration. Wieso sind die eigentlich? Sind die nackt? Ach ne, lohnt sich das jetzt eh schon tot. Jetzt lohnt es. Fuck. Womit konnte man die kaputt machen? DOS, ne? DOS. Ach fuck, der ist ein Dicker. Okay. Das ist jetzt gerade... Ich habe gerade noch das Spiel gelobt. Dafür, dass es mich nicht überfordert. Jetzt überfordert es mich. So, fuck, ich hab kaum noch Health. Also irgendwie Health-Attacken. Okay, und welche Kombo war jetzt zum... I give you gleich mal face, bitch. In your face, bitch. Und... Boah, die Musik. Die Musik ist so gut. Ganz ehrlich, schon immer wieder sagen. Die Musik ist awesome. Wie konnte man die nochmal von der Wand schießen? Gut, da ist ja nur noch 2 sind, glaube ich. Oh, falsche Taste. So, und für den setze ich jetzt mal die Sarah 3 ein, dann geht alles viel schneller. Ein
so sterben die Gegner nun mal. The district is infested. It was inevitable, but fortunate. They're drawing all the attention while you sneak in to memorize HQ. Ja, und wie wir in Memorize HQ, also ins Hauptquartier von Memorize, uns hineinschleichen, das werden wir dann im nächsten Part rausfinden. Ich bin Oliver301, verabschiede mich und bis im nächsten Part. Tschüss!